Fußball spielt man meistens immer mit der unteren Figur. Mit dem Kopf, obwohl es erlaubt ist, spielt man ihn recht selten nur. Wir schreiben das Jahr 1963. Die neue Bundesliga startet und Millionen Fußballfans diskutieren. Was aber hat sich seit damals verändert? Einiges. Fußballtrikots sahen damals so aus. Jedenfalls die von den guten Mannschaften. Die von den schlechten eher so. Tasmania Berlin, Rekordhalter. Schlechteste Mannschaft aller Zeiten. Fußballfans hingegen haben sich im Prinzip nicht verändert. Peter Mayer, ei, 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 ei. Peter Mayer, ei, 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 ei. 1965 stiegen die Münchner Bayern auf. Mit Gerd Müller, einem Mann, der in seinem Leben alle 4 Sekunden ein Bundesliga-Tor schoss. Und mit Fans, die sich in einer Art Geheimsprache verständigten. Jetzt ist mal zu begleiten, blau zu weiß, ja. Und da haben wir einen Aufwahl gemacht, oder? Haben wir auch Freilich gesucht, oder? Was auch immer. Die Fans durften damals viel dichter dran ans Spiel geschehen. Achtet mal in der folgenden Szene auf den Torwart nach dem Elfmeter und was ihm widerfährt. Und bei Dortmund gegen Schalke waren die Fans sogar noch viel dichter dran. Und so sah es beim ersten Eckball aus. Schiedsrichter Basel aus Hamburg musste erst für Ordnung sorgen, bevor Schalke diese Ecke mit Van Haaren und Libuda durchführen konnte. Wenn euch betagtere Fußballfans weismachen wollen, dass in den 60er Jahren körperbetonter gespielt wurde, kann ich nur sagen, stimmt. Und auch die Persönlichkeiten waren damals andere. Das sieht man ja alleine schon an den Politikern von damals und ihren berühmten Reden. Franz Josef Strauß. Ich möchte vor allen Dingen mit aller Deutlichkeit zum Ausdruck bringen, dass es bei uns, ich bin klar, keine Lidl-Jodl-Jadl gibt auf der Labufter, der Lidl-Lidl-Hadl-Ludl, Odl-Susl, Ebödl, Obel-Lädl-Bädl-Lüdl. Und weil auch die Spielerpersönlichkeiten nicht so tickten, wie wir das heute kennen, musste man als Trainer in den 60ern ganz anders an seine Arbeit herangehen. Was halten Sie denn nun selbst für die wichtigsten Dinge in Ihrer Trainerarbeit? Tja, das ist das ist nicht so einfach zu sagen. Und das taktische Konzept muss einzig und allein beim Trainer liegen. Spieler wollen auch in dieser Hinsicht geführt werden. Die Spieler also wollten damals noch geführt werden. Wo aber damit anfangen als Trainer, um es auf einen kurzen Nenner zu bringen? Einen kurzen Nenner zu bringen, muss ich da oben anfangen. Und zwar erst ist es das Auge. Guck dir das mal an, Dad. Wie spielt mit? Ist denn sowas möglich? Und dann kommt das sogenannte Fingerspitzengefühl. Weiter, weiter! Schneller noch! Und dann kommt Psychologie. Und zwar auf eine sehr einfühlsame Art und Weise. Geh nur nicht hin, Weber! Geh nur nicht hin! Und das pädagogische Vermögen. Und das wiederum war zum Beispiel wichtig für den Umgang mit ausländischen Spielern. Was du noch machen musst, Laszlo, ist, wenn du Ball am Fuß, ja? Ja. Du schneller spielen mit Ball. Schnell. Du bitte langsam. Schneller nach vorne. Die großen Fußballstars der frühen Bundesliga-Jahre waren noch keine glattgebügelten, formatierten Jungmillionäre, sondern echte Charakterköpfe wie der oder der oder der. Ja nun, und wächst die Pille nicht so durch die Gegend, ne? Alles immer schön Technik an, hör mal, nicht? Alles. Mach nicht die Dinger heute, ne? Scheiße, so. Von Willi Ente-Lippens und seinen Essenern nach Dortmund war es auch damals schon nur ein Katzensprung. Und Dortmund gegen Schalke waren auch damals schon die ganz heißen Spiele, auch in den 60ern schon. Ein ganz, ganz bissiges Duell, besonders dieses eine Mal. Es gibt einige bisse Spieler, werden von den Hunden angegriffen. Hier Pirkner, es hat Neuser erwischt. Und da haben wir noch einen, jetzt kommt er ins Bild. Rausch, der Schalker Verteidiger. Ihn hat es wohl etwas übel erwischt. Trainer Gutendorf muss ihn trösten. Und ja, wo tut's denn wohl weh? Darf ich offen reden? Am Arsch. Oh, ich werde noch gebeten vorzulesen. Schalke 04 wurde in den 60er Jahren nicht deutscher Meister. Hopp! Und richtig werfen, rot hoch, ja. We'll be right back.
Die 70er Jahre also. Haben wir eigentlich alles Wichtige jetzt schon gesehen? In der einen Minute kann ich auch gehen, ne? Nee, war nur Spaß. Die 70er Jahre waren das Jahrzehnt von Borussia Mönchengladbach und den Münchner Bayern, die sich die Meisterschaften brüderlich untereinander aufgeteilt haben. Große Stars auf dem Rasen, aber einer der ganz Großen auch auf dem Zaun. Bei Borussia Mönchengladbach, der Trommler Manolo. Du bist doch Spanier. Nee, Portugiese. Nee, Türke. Türke? Ja. Wir haben immer gemeint, du wärst ja. Spanier. Aber mein Herz ist immer Borussia. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Die Münchner Bayern, das Star-Ensemble, beherrschte auch damals schon die Liga neben den Gladbacher Fohlen. Und zwei ganz dicke Freunde harmonierten prächtig auf dem Rasen und auch privat. Uli Hoeneß und Paul Breitner. Von 70 bis 74 war ich mit Uli viel mehr beieinander als mit meiner Frau. Wir haben ja damals 110 Spiele im Jahr gemacht, das heißt, wir waren dauernd auf Achse. Uli Hoeneß hat dann, etwas überraschend, nicht Paul Breitner geheiratet, sondern Susi. Susi Hoeneß eben. Ne? Für Paul Breitner hatte das verheerende Konsequenzen. Ich persönlich kann von mir sagen, dass ich hin und wieder alkoholische Getränke sehr gerne zu mir nehme. Ganz generell kann man sagen, dass die Fußballer damals in den 70ern schon genau wussten, wie sie mit ihrem Körper umzugehen haben. Wie lange dauert es eigentlich, bis man nach einem solchen Spiel zur Ruhe kommt und dann wirklich schlafen kann? Ja, das ist ganz verschieden. Ich zum Beispiel, ich gehe hin und trinke ein Bier und nehme dabei eine Schlaftablette. Ja, wir haben also jetzt gelernt, Alkohol war wichtig, Schlaftabletten waren wichtig. Gute Ernährung aber am Rande auch. Das haben die Kicker von Borussia Mönchengladbach in einem Trainingslager aus erster Hand gelernt. Jupp Heynckes war sehr beeindruckt. Würden Sie gerne zu Hause so weiter essen, wie Sie hier gegessen haben bei Ihrer Frau? Ja, es ist nur schade, dass meine Frau nicht hier ist und dass sie das sieht. Ich glaube, sie hätte viel lernen können. Hat der Vorstand abgelehnt, glaube ich, ja, dass Ihre Frau... Ja, das ist sehr schade in zweierlei Hinsicht. In zweierlei Hinsicht, sagt der Jupp Heynckes, ne? Und zwar in puncto Essen und in puncto Trinken. Aber vielleicht hat er das auch ganz anders gemeint. Als ganz schwüle Sexanspielung. Die 70er Jahre waren ja auch das Zeitalter der sexuellen Befreiung. Gerade in Mönchengladbach. Wollen Sie den Bökelberg mit Sex erobern? Ja, natürlich. Immer. Sex ist bei uns an erster Stelle. In den 60er Jahren waren die Stadien ja komischerweise immer voll von Männern mit Hüten. Müsst ihr mal drauf achten, ist wirklich so. In den 70ern kamen die Frauen dazu, wie wir gerade gesehen haben. Und es gab sogar den ersten weiblichen Fußballstar. Ernst Huberti, bitte. Auslosung Tor des Monats, meine Damen und Herren. Der große, alles überragende Sieger, Beverly Ranger vom Bonner SC. Ein sagenhaftes Tor. Schön und kaffeebraun sind alle Frauen aus Kingston Town. Hier ist der lebende Beweis. Beverly Ranger, herzlichen Glückwunsch. Sie sind die Torschützin des Monats. Eine ganz kesse Puppe, diese Beverly Ranger. Meine Meinung. Aber der richtige Kampfsport, der kam natürlich trotzdem auch in den 70ern weiterhin von den richtigen Kerlen. Und dann sage ich, komm, hör auf, lass doch. Pack mich nicht an, pack dich doch gar nicht an. Und dann habe ich ihn eine gezimmert. Und wo wir gerade bei harter Gangart sind. Das allerheftigste Foul der 70er beging Klaus Toppmöller, Kaiserslautern, an Bielefelds Frank Pagelsdorf. Achtung, Foulspiel von Toppmöller an Pagelsdorf. Und dann diese Situation. Und was entscheidet Schiedsrichter Dölfel? Zwei weitere rote Karten gegen Klaus Toppmöller und gegen Pagelsdorf. Hier sieht man die Situation. Beide Spieler behaken sich. Damit wären wir beinahe am Ende der 70er Jahre angekommen. Ach, hallo Frank. Beenden wir das Thema doch mit etwas leichter Unterhaltung. Rudi Carell entdeckt die feminine Seite unserer Fußballstars. Bitte Nummer 8. Da ist Frau Meier. Ist da. Wir sehen uns dann wieder in den 80ern. Auf die Plätze, fertig, los. We'll be right back.
faszinierend, finde ich jedenfalls. Hallo. Ich meine, hallo. Hi, die wilden 80er. Die Fußballtrikots in diesem Jahrzehnt wurden sexy eng geschnitten. Oder eben so. Trendsetter in Sachen Frisuren war damals Rudi Völler. Das war Rudi Völler zu Ende der 80er Jahre. Anfang der 80er sah er so aus. Und die Fans von den Stehringen, die jubeln einem zu, das ist schon einmalig. Ja. Rudi Völler war einer der ganz großen Stars der 80er. Ein anderer war Lothar Matthäus oder wie man ihn kumpelhaft im ZDF-Sportstudio nannte, Thomas. Ja, Thomas. Überhaupt die Bayern. Die starteten nach einem kleinen Zwischentief Ende der 70er Jahre in den 80ern wieder so richtig durch. Auch dank der Transferphilosophie von Jungmanager Uli Hoeneß. Wenn er noch gut ist, spielt er gut Fußball. Ob der Neger ist, ob der Chinese ist oder Japaner, spielt keine Rolle. Einer der großen Nachwuchsstars der Bayern war Michael Rummenigge, der schon in ganz jungen Jahren einen immens hohen Marktwert besaß. Man bekommt schließlich nicht alle Tage so ein Angebot, wie mir die Firma Uwex gemacht hat. Und von daher kann ich wirklich froh sein, mit 20 Jahren so einen Werbevertrag abgeschlossen zu haben. Dass die da ziemliches Geld investieren, ja gut, ich nehm's. Kommen wir zum Sport. Eins der künstlerisch wertvollsten Tore der 80er Jahre schoss Nürnbergs Werner Dressel gegen den VfB Stuttgart. Kommen wir zu Hans-Günther Bruns von Borussia Mönchengladbach. Der schoss das großartigste Nicht-Tor der 80er Jahre. Und nun eine Szene, die ich gar nicht mehr kommentieren will. Sie spricht für sich selber. Hauptdarsteller ist der Gladbacher Libero Hans-Günther Bruns. Was für eine Szene. Was für ein Pech und auf der anderen Seite wieder Glück für die Bayern. Mönchengladbachs rheinischer Rivale 1. FC Köln spielte ein gutes Jahrzehnt in den 80ern, weitestgehend, und hatte auch die eloquentesten Fans. Litti und Toni. Ja, anderes gibt es nicht. Und warum die besonders? Für mich sind das die besten und die coolen Menschen der Welt. Oh, ich wittere einen aufklappbaren Ball. Herrgott, ein aufklappbarer Ball. Was mag da wohl drin sein? Ein Zettel. Schalke 04 wurde in den 80er Jahren deutscher Meister. Nullmal. Es kam sogar noch schlimmer. Der Mythos Schalke ist dahin. Cepan und Cozorra und die Königsblauen mit ihren vielen Meisterschaften, sie sind jetzt Legende geworden. Der allerbeste Tröster der 80er Jahre war nach dem Abstieg der Schalker Charlie Neumann. Den größten Schock der 80er Jahre erlitt der damalige HSV-Manager Günter Netzer in einer NDR-Sportsendung. Im Fernsehen zu sehen sein wird Länderkampf Deutschland gegen England. Gestern in Salzgitter. Die Fetzen fliegen. Ich hoffe, nachher wird es nicht ganz so dramatisch werden. Feierabend. Als Deutschland Anfang der 90er Jahre auch fußballerisch wieder vereinigt wurde, sah das ungefähr ziemlich genau so aus. Vereine wie Dynamo Dresden, Hansa Rostock oder auch der Karlsruher SC drängten aus der DDR-Oberliga in die Fußball-Bundesliga. Karlsruhe war DDR, oder? Jetzt ganz selbst unsicher. Ich guck mal nach hier. Wir haben Stahl Riesa, Lok Leipzig, Karlsruhe, ja. Und wir lernten bei uns in der Bundesliga eine ganz neue Fußballkultur kennen. SGT, ai ai ai, SGT, ai ai ai, Dynamo. Ihr braucht gar nicht so zu gucken. Fußballer sahen früher so aus. Also die aus den neuen Bundesländern. Szalaskiewicz und Mike Werner und wie sie alle heißen. Und hier Wolfgang Roll von Karlsruhe SC. Die ai 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 ai, sahen so aus. Ja, und im DDR-Fußball, also einer Welt, die sich uns im Westen damals nicht erschloss, da gab es Begebenheiten, die uns alle fasziniert haben. Ich kann Ihnen zum Beispiel sagen, bei Halle früher, bei Chemie Halle, ich weiß gar nicht, ob es der Wosch war, da hat mal der Schiedsrichter für einen Spieler gepinkelt. Wirklich. Aber kommen wir doch jetzt erstmal zu den ganz großen Stars der 90er.
über den Hauptdarsteller unseres nächsten Beitrags. Würde man hier in Köln sagen, das ist eine super Partie. Franz Beckenbauer, unter dem Deutschland 1990 Fußball-Weltmeister wurde als Teamchef, kehrte zurück zu seinen Bayern. Unsere Gemeinschaft besteht aus 6 und es ist immer wieder schön, wenn man... Das war überhaupt ein sehr sinnliches Jahrzehnt, diese 90er Jahre. Auch die ganz großen Spielerpersönlichkeiten, wie der schon kurz gesehene Lothar Matthäus, entwickelten erstaunliche Talente, auch neben dem grünen Rasen. Ich möchte keine Frau sein, sonst würde ich immer an meinen Busen spielen. Und somit erinnern wir uns mit Lothar Matthäus nicht nur an eine große Spielerpersönlichkeit der 90er Jahre, sondern auch an eine große Busenspielerpersönlichkeit. Jürgen Klinsmann war da ganz anders, viel sauberer, ein Star zum Anfassen. Einer der ganz großen Namen der 90er, obwohl er selbst gar kein so guter Fußballer war, war der Belgier Jean-Marc Bosman, der durch seine Klage und das darauf folgende Urteil, das sogenannte Bosman-Urteil, den Weltfußball revolutionierte, kann man sagen. Denn die Spieler bekamen immer mehr Rechte und immer mehr Geld und die Vereine immer weniger Rechte. Das ist jetzt vereinfacht ausgedrückt, wir lassen es Ihnen am besten selbst erklären. Ich habe Jean-Marc Bosman getroffen. Herr Bosman, Ihr Urteil zu diesem Spiel? Ja, gut, Event, Tiger de Legende, for deserve, formidable. Es very good accueil. Et je viens aussi pour les players, aussi pour l'UEFA, la FIFA, pour le moment, essaye de revenir en arrêt sur l'arrière, l'arrêt Bosman, les clauses de nationalité, no, exception, ok? It's no retour Moyen Âge. Okay. Merci beaucoup. Soweit das Bosman-Urteil zu diesem Spiel. Kommen wir zu Schalke 04. Schalke 04 gewann in den 90er Jahren einen Titel. Und zwar den UEFA Cup, die sogenannten Eurofighter. Und warum das so war, warum Schalke in den 90ern endlich wieder ein erfolgreiches Jahrzehnt erlebte, erfahren wir von Schalkes Unikum Charlie Neumann. Das lag nämlich unter anderem daran, dass Schalke endlich wieder einen seriösen Boss besaß. Er hat richtige Leute um sich geschart. Guck mal, hier soll schnusen, der ist. Als Finanzberater. Hauptsache Victoria versichert. Nach den eher tristen 80er Jahren also ein schöneres Jahrzehnt für den Kultclub Schalke 04. Nach wie vor der bewegte Verein mit Triumphen und Tragödien und tollen Liedern. Eine Träne von dir ist wie wenn Schalke verliert. Der ganze Tag ist im Eimer, als hätte das Glück sich verirrt. Als hätte das Glück sich verirrt. Und genauso wie er eben haben die Bundesliga-Stars in den 90ern geguckt, als sie ihren neuen Bundestrainer präsentiert bekamen. 1998 vom DFB. Erich Ribbeck wurde es, ein charismatischer Filigrantechniker, der seinen Spielern absolut alles noch selbst vormachen konnte. Diese Szene ging noch ungefähr 2,5 Stunden so weiter. Aber dann, am 4. September 1998, gelang Erich Ribbeck ein Trick. Und mit diesem spektakulären Eindruck verabschiede ich mich ins nächste Jahrtausend. Ich freue mich schon ganz doll. Gleiche Welle, gleiche Stelle. Und bis bald. Wir würden uns freuen. Tschüss. Geht's los? Fußball ist wie in der Natur. Der Nikolaus war noch nie ein Osterhase. Wir waren das dann schon richtig. Tschüss. Ich habe keine Angst, Freunde. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Ich liebe euch alle. Das ist ja auch ein Stück weit, da geht das Licht aus. Es ging aber auch wieder an, das Licht im Jahr 2000, für ein neues Millennium mit neuen Stars. Ich wollte halt spielen, wollte einfach um Trainer Zeige und den Fans, dass ich halt auch Fußball spielen kann. Es war halt, ich konnte eigentlich nichts falsch machen in dem Spiel, konnte halt nur gewinnen in dem Spiel.
Miro Klose, der damals noch in seiner Muttersprache Polnisch redete. Und der Mitte des Jahrzehnts bei Werder Bremen Nachfolger von keinem geringeren als Ailton wurde. Ailton, ein ganz toller Stürmer mit vielen großen Momenten und einem kleinen. Ailton, der übrigens nicht dick war, sondern als kleiner Junge in den Zaubertrank fiel, wurde in Bremen Doublesieger, Torschützenkönig und Fußballer des Jahres, weil er dort in Thomas Schaaf den einzigen Trainer hatte, der wusste, wie man Ailton zu nehmen hat. Wenn Sie ein Kind haben, dann wissen Sie auch, wenn ich Schwierigkeiten habe, dann müssen Sie helfen. Man kann nicht sagen, nee, ich helfe dir nicht und jetzt ist Schluss. Und wie helfen Sie ihm? Indem ich mich strafe. Während oben im Norden also Brasilianer bestraft und Titel errungen wurden, rang im Westen ein Traditionsverein ums Überleben und wurde gerettet in seiner allerletzten Amtshandlung als Fußballtrainer von einem ganz Großen, von Udo. Borussia Dortmund steht vor dem Abstieg. 5 Spieltage sind es noch. Die Zeitungen lüften stolz das Geheimnis. Lattek soll für die 5 Spiele 1 Million Mark kassieren. Stimmt nicht. Es waren 2 Millionen. Sind alle versteuert, deswegen kann ich sagen. Er schafft die Rettung. Der letzte Coup als Trainer. Ein würdiger Abschluss. Ein Trainergigant mit Ecken und Kanten wurde zum allerletzten Mal zum Volltreffer. Und apropos Ecken und Volltreffer, guck mal. Eine der schillerndsten Figuren dieses Jahrzehnts war fraglos Felix Magath, der nach einem doppelten Double in München in Wolfsburg anheuerte. Lustige Idee. Und noch lustiger, dort Meister wurde. Es war keine Station bisher so schön, so wunderbar wie die 2 Jahre hier in Wolfsburg. Felix Magath in Wolfsburg, dem Schalke des Nordens. Nee, in Wolfsburg, dem... In Wolfsburg halt, ne? Felix Magath. Und dann kam ein Angebot von Schalke 04, also von jenem Verein, wo Tradition so groß geschrieben wird. Dass Felix Magaths Zeit auf Schalke keine Erfolgsgeschichte wurde, lag an einem simplen kleinen Hörfehler. Wir sehen Schalkes Boss Clemens Tönnies, der Felix Magaths überraschende Verpflichtung verkündet. Er hat ja nicht sofort zugesagt, aber ich konnte ihn emotional aufladen. Und so geht es für Felix Magath eigentlich von Beginn an auf Schalke den Bach runter. Sein Chef Clemens Tönnies sagt aufladen und Magath versteht Kaufladen. Und kauft somit alle diese Spieler, alle, und wird für den Schalker Anhang traditionsbewusst schon frühzeitig zum Verräter. Herzlich begrüßen zur Pressekonferenz nach dem 0:0 gegen Schalke 04. Ich begrüße die mitgereisten Journalisten und Vertreter des FC Schalke 04. Die Magath-Ära war keine schöne Zeit für Schalkes Anhang. Herrn Magath versteht man einfach nicht mehr. Oder um es mit einem Schalke-Fan zu sagen. Herrn Magath versteht man teilweise nicht mehr. Weil der uns nämlich im Abgrund reinreißt. Hinten steht nichts drauf. Wissen Sie warum? Ich müsste mir alle 14 Tage oder irgendwann immer wieder einen neuen Namen hinten aufdrucken lassen. Und da hat keiner Verständnis für. Felix Magath selbst hatte natürlich eine sehr gute Erklärung für alles das, was er da Komisches auf Schalke veranstaltet hat. Ich habe mich hier nicht gemeldet und habe gesagt, ich will nach Schalke, sondern der Aufsichtsratsvorsitzende ist zu mir gekommen nach Wolfsburg und hat gesagt, ich brauche einen starken Mann, ich brauche jemand, der hier diesen Club neue Strukturen verpasst. Mit etwas zeitlicher Distanz kann man heute sagen, Felix Magath hat Schalke wirklich so einiges verpasst. Am Ende konnte es dann für ihn nur noch heißen, ab ins Bluesmobil und weg aus Gelsenkirchen. 106 miles to Chicago. We got a full tank of gas, half a pack of cigarettes. It's dark and we're wearing sunglasses. Das Jahrzehnt von 2010 bis 2013. Also genau genommen ein Jahrdreit, über das wir jetzt reden wollen, war unter anderem das Jahrzehnt, Jahrdreit, in dem Otto Rehhagel seinen Abschied nahm von der Bundesliga. Nach fast 5 Jahrzehnten als Spieler und Trainer, traurigerweise mit einem Abstieg mit Hertha BSC Berlin, obwohl er so hoffnungsvoll dort eingestiegen war. Und ich kann sagen, Jungs, attack, attack, go. Und das ist... Diese Aussage war genau genommen symptomatisch für Otto Rehhagels Zeit bei Hertha BSC. Denn am Anfang war alles irgendwie so. Jungs, attack, attack, go.
Und am Schluss dann eher so. Ja, aber Otto Rehhagel hat es damit immer noch ungleich besser getroffen als dieser Mann hier. Von dem genau genommen eigentlich keiner mehr weiß, wer das überhaupt war. Anders bei Louis van Gaal, dem ehemaligen Bayern-Trainer, der sogar recht erfolgreich war und an den sich alle erinnern, aber keiner gerne. Glauben Sie eigentlich, Herr van Gaal, dass fast alle Journalisten keine Ahnung von Taktik und Fußball haben? Die meisten nicht. Keine Ahnung ist ein ganz gutes Stichwort. Die Bundesliga-Torhüter dachten im Jahr 2010, die DFL hat keine Ahnung vom Fußball. Denn plötzlich gab es ihn hier, den neuen Ligaball, der eingeführt wurde, obligatorisch für alle Bundesligaspiele ab 2010. Und der vor allem durch neue Flugeigenschaften bestach. Der flog nämlich nicht mehr geradeaus. Wir wollen das mal demonstrieren. Ich habe im Garten Verstärkung geholt. Und ich gebe mal eben runter zu Arndt. Danke, Arndt. Ich stehe hier mit meinen beiden Bällen. Das eine ist ein Bundesliga-Ball, wie man ihn aus den ersten Jahrzehnten der Liga kannte. Das zweite ist der moderne, offizielle Liga-Ball, mit dem seit dem Jahr 2010 in der Liga gekickt wird, in jedem einzelnen Spiel. Beide Bälle unterscheiden sich sehr, zum einen durch den Geschmack und zum zweiten durch die Materialien. Das hier ist ein klassischer Lederball. Der moderne Liga-Ball ist aus modernsten Materialien, wie zum Beispiel Formaldehyd. Wir wollen mal die unterschiedlichen Flugeigenschaften dieser Bälle testen. Und ich fange an mit dem alten Lederball. Jetzt das moderne neue Spielgerät seit 2010, also der Ball aus Perchlorethylen. Jetzt habe ich echt die Schnauze voll. Ja, keine Lust mehr. Ist gut, dann mache ich von hier weiter. Weichei. Ja. Alter Ball. Neuer Ball. Kommen wir zu einem der ganz großen Stars der letzten Bundesliga-Jahre. Mario Götze, ehemals Borussia Dortmund, künftig Bayern München, war überall. Also halten wir fest, er war überall. Zum einen auf der Tribüne neben Frauen mit Bärchen-Puschelmützen und zum anderen natürlich auch auf dem Rasen überall. Das, was wir hier sehen, ist eine der ganz großen Errungenschaften der vergangenen Bundesliga-Jahre. Eine völlig neue Analysetechnik, mit der man genau sehen kann, wo ein Spieler auf dem Rasen rumläuft. Also wie im Fall Götze zum Beispiel eben wirklich überall. Wir wollen auch ganz kurz zeigen, wie solche Analysen hergestellt werden. Wir haben nämlich ganz kurz einen Blick hinter die Kulissen werfen können. Und so wird das Ganze angefertigt. Ich bin sicher, Mario Götze wird auch in Zukunft überall sein, nur eben nicht mehr in Dortmund. Und da sind wir auch schon bei einer der großen Mannschaften der vergangenen Jahre in der Bundesliga, der BVB. War nämlich eigentlich seit langer Zeit die erste Mannschaft, der man zutrauen konnte, den Bayern das Wasser abzugraben. Zumindest zwei tolle, rauschhafte Jahre lang. Dann aber gegen den Dortmundern die Meisterschale wieder verloren. Und zwar eher, als sie gedacht hatten.